Oh, so YouTube, hallo. Herzlich willkommen, wir sind wieder da. Wer will nochmal, wer hat noch nicht... Lustig, ich habe den abgeschossen, als ich gebückt war. Ja, sage. Kennt ihr so kleine Fliegen manchmal? Aber nicht die Fruchtfliegen, noch kleinere. Manchmal so rumschwirren. Die sind ziemlich nervig. Die sind ungefähr so nervig wie dieser Vogel da über uns. Jawohl. Endlich. Da war er zu lange auf einem Punkt. Zacki Boni, weg ist er. Wir haben Ruhe. Oh oh. Entschuldigen Sie. Sie haben da was im Gesicht und zwar mein Pfeil. Da ist noch ein Hühnchen. Das necken wir natürlich genauso weg. Wo ist es? Hühnchen. Okay, wir müssen uns nochmal ducken. Da. Noch rennt es. Oh, verdammt. Ah, verdammt. Na? Na? Geht doch. ...173 Federn, das ist supi-dupi. Damit kann ich arbeiten. Guten Tag, Herr Nachbar. 15 Uhr. Oh. Der brauchte einen Pfeil mehr, als erwartet. Ich meine, wir können zwischendurch auch immer noch ein bisschen Holz mitnehmen. Dann sind wir auf jeden Fall vorbereitet. Stein auch. Kling, klong, klong. Klong, klong. Nicht schon. Ah, wir sind ja in der Aufnahme. Haha. Ich habe gerade was geguckt, gerade ist was passiert. Muss ich kurz einschreiten, technisch. Kein Problem. Ich mache mal kurz Pause. Ich brauche kurz Pause. Ich muss kurz einen Button drücken. Ich finde ihn nicht mehr. Wo ist dieser Button? Dort ist er. Und let's go again. So. Hab mich über ein paar Dinge gewundert. Aber jetzt wundere ich mich nicht mehr und weg mit ihr. Jetzt können wir weiter sammeln. Können auch nochmal nach Hause schnell. 16 Uhr, ist schon spät. Ah, wir sind semi-voll, nicht? Wir sollten es wirklich zum Sammeln nutzen, die Zeit. Aber das läuft doch ganz gut. Ich glaube,
brauchen wir halt mehr Zeug. Ich bin unschlüssig. Wenn wir am nächsten Tag sammeln, dann haben wir mehr als genug Holz, nicht wahr? Oh. Manchmal verliert das Bild den Fokus. Das ist irgendwie ungünstig. So. Stein haben wir auch gut. Also das Sammeln, das war gut, dass wir das geskillt haben. Es geht ja so viel schneller mit den Sachen jetzt. Oh, wir sind bei unserer Baumsammelfarm. Ja, klasse. Da sind wir ja weit gekommen. Nicht. Wir haben Hunger. Okay, das können wir ändern. Dann laufen wir auch wieder schneller. Wichtig war auf jeden Fall, dass wir jetzt nochmal die ganzen Federn gesammelt haben, nicht? Das ging heute vor. Ich glaube, jetzt haben wir es gut hinbekommen. Vielleicht noch ein paar Hühnchen. Keine Spuren. Okay. Ja, das Risiko ist halt, dass wir... Hallo jemand! Dass wir... nichts finden in den Gebäuden. Oder einen Hund finden. So wie gestern. Oh, den einen Hund. Ich weiß gar nicht mehr, wo der war. Da muss ich mich vorsehen. Ich weiß auch gar nicht mehr, welche ich gemacht habe. Früher habe ich immer die Häuser, die ich schon gemacht habe, mit einem Dings markiert. Mit einem. Hier über der Tür habe ich dann immer was hingehangen. Hier waren wir aber anscheinend noch nicht drin. Wasser. Ah, gut. Am Anfang hätte ich es gut gefunden, nicht? Aber inzwischen. Er lädt nicht. Manchmal ist. Das haben wir noch mehr geweckt. Okay, von hier kann keiner kommen. Puh. So ist besser. Hallo, Helena. Ja, irgendwie war der Stream gerade kaputt. Ich habe irgendwie mich gewundert. Da stand wieder keine Verbindung. Ich habe hier mal neu gestartet. Scheint gewirkt zu haben. Oh! Und das hat auch gewirkt, dass wir hier Sachen gefunden haben. Das war nämlich das, was mich gerade in der Aufnahme ein bisschen abgelenkt hat. Ich weiß nicht, warum der Stream abgeraucht ist. Okay. Hier haben wir alles. Aber der Loot war gar nicht so schlecht. Upsi. Na, sag mal. Du hast aber auch Hunger, oder? Jawohl, Levelaufstieg. Ja, man merkt das bei YouTube, wenn man livestreamt nebenbei. Immer da dran, da steht dann, kann keine Daten senden, Codierung. Und wenn das länger bleibt als so ein paar Sekunden,
Dann hat irgendwie der Server, mit dem man verbunden ist, ein Problem anscheinend. Da muss man den ganzen neu starten. Das Problem ist, es hat 3-4 Anläufe gebraucht, bis es funktioniert hat. Normalerweise ist das ein Tastendruck, aber diesmal irgendwie nicht. Wobei bin ich schon gewundert, warum so gar nichts passiert im Chat. Auf einmal, also am Anfang ging's und dann war auf einmal aber weg und dann kam dieser Anzeigefehler. Der ist auf jeden Fall schlecht. Jetzt ist besser. Und schön, dass ihr da seid. Ich hoffe, ihr hattet einen guten Tag. Wir sind hier schon mittendrin. Wir sind schon in der zweiten Aufnahmesession. Hier. Oh ja, legendäre Teile drin. Sehr gut. Dann können wir uns eigentlich auch zur Not eine Steinaxt legendär machen. Wo ging's raus? Hier ging's raus. Wunderbar. Ich bin auf jeden Fall froh, dass Feierabend ist. Aber ich glaube, da ist jeder immer froh drüber. Wir haben ganz viel Zeug geskillt. Oh, hier, das sieht aber schön aus mit den Bäumen. Vielleicht mache ich das bei unserer Baumfarm auch so. Und wir haben jetzt richtig gut Holz gesammelt. Wir haben 4000 Holz auf Vorrat. Da waren wir auch schon drin. Ich glaube, das war das Haus, wo es unten in den Boden ging. Na, dann waren wir eigentlich nur nicht in diesem großen Gebäude. Schon 19 Uhr, wir sollten auch Richtung zurückgehen. Aber das hier ist Level 5. Weiß ich nicht, ob ich da rein will. Ich hoffe auch, die Chatverzögerung ist wieder sehr gering. Ich glaube, die hat das Problem auch verursacht, dass da der Stream eben nicht so gut lief. Die ist ein bisschen anfällig, steht auch dabei. Und ich kann auch nicht alle Qualitäten und Daten übertragen. Aber Stream ist immer eine Wissenschaft für sich, nicht wahr? Das muss man auf jeden Fall wissen. Was man auch wissen muss, dass schon Tag 18 ist. Unaufhörlich tickt die Uhr. Und die Zombies sind recht stark geworden. Eben kam eine kleine Mini-Horde. Die hat uns schon echt zerdeppert. Also eigentlich, wir brauchen unbedingt eine Ranch in irgendeiner Weise. Ah, sind die wieder... Ja, ja. Oh. Bin interessiert. Ey. Mein Gott, frisst der wieder. So. Welcher lebt noch? Der da. Und irgendjemand meinte, das ist gar nicht schlecht, die Dinger hier auseinanderzunehmen. Das sieht auf jeden Fall nicht verkehrt aus. 19.47 Uhr. Wir gucken nochmal. Ich glaube, unsere Kiste war leer, nicht? Okay, einmal Yucca-Samen nur noch drin. Hybrid Energy Station Level 3. Oh, oh, oh. Und noch ein Buch benutzen. Da haben wir auch nochmal ein Buch. Ja, Hopfensamen nehme ich jetzt nicht mit. Ach, Pilz und Maissamen. Obwohl, wartet mal, die können wir, falls wir sie irgendwann mal brauchen, lagern wir sie einfach hier oben rein. Den Blumentopf brauchen wir nicht. Die Samen nicht, das nicht, das nicht. Was brauchen wir noch nicht unbedingt? Oh, zweimal Klebeband gefunden. Das und das brauchen wir auch nicht. Oh, dann sind wir nämlich nicht so hart überladen.
und 182 Dingsies. Sehr schön. Da müssen wir danach mal gucken, wie wir da rüberhüpfen und reinkommen. Hier sind manchmal auch Vögel, also Hühnchen. Wir brauchen vielleicht noch ein paar Hühnchen. Ja, was mir gestern aufgefallen ist, ihr habt 1800 Herzen gespammt. Ich wusste gar nicht, dass so viel geht. Also mir würde der Finger bluten bei sowas. Der Chat ist auf jeden Fall crazy. Aber heute ist so ein richtig müder Mittwoch, nicht? Kennt ihr das? Müder Mittwoch? Also es gibt ja das Zockenende. Es gibt den Wochzock. Aber das hier ist einfach ein Mütag. Ich bin einfach ein bisschen träge. Es liegt, glaube ich, auch, weil es so extrem heiß ist. Es ist bei euch auch so extrem heiß. Ich sehe schon, ihr wollt euren Rekord von gestern brechen mit den Herzen. Danke, danke. Ja. Auf jeden Fall hat es mich sehr gefreut. Ist immer schön, wenn man Interaktion auf seinen Content sieht, egal ob Beiträge, egal ob, ja, weiß ich nicht, Nachrichten oder auch nur ein Herzchen, egal wo. Es ist immer schön, nicht? Weil wenn man das nicht hat, dann braucht man es ja auch nicht machen. So einfach ist es. So wie bei Twitch mit 0,8 Zuschauern, wovon 0,5 ich anscheinend immer bin. Okay, 20.40 Uhr. Ein paar Bäume gehen noch. Haben wir auf jeden Fall im Vorrat. Also ich wünsche mir auf jeden Fall jetzt die Abkühlung. Ich hoffe, dass sie kommt. Fette Gewitter. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt, nicht wahr? Oh, bitte. Ah, auch nur Crap drin. Haben wir nochmal 1400, 1500 Holz. Oh, wir haben Durst. Aber ich trinke jetzt keinen Kaffee. Ich vergesse immer, den Kaffee zu trinken, wenn ich abbaue. Das muss ich mal morgen dran denken, dass das vielleicht sinnvoll wäre. So. Und jetzt gehen wir. Man hat irgendwann auch so eine bisschen Routine. Oh, Eisen. Eisen können wir auch noch mitnehmen. So eine Routine in dem Spiel, nicht? Und man verliert sich trotzdem immer drin, die gleichen Häuser am Ende zu looten. Also richtig geile Poys. Wir haben immer die gleichen. Wir brauchen unbedingt die Werkbank. Und dann brauchen wir unbedingt das Fahrrad oder irgendwas, damit wir ein bisschen größeren Radius kriegen. Vielleicht ziehen wir auch dann da komplett mit der Basis hin. Aber ich denke, das dauert mindestens bis Tag 30, 35, bis das soweit ist alles. Oh. Haben wir nochmal 500, 600 Eisen. 563. Ist auch gut. Kann ich auch gebrauchen, weil daraus können wir den Stacheldraht machen. Ich wollte ja noch eine Reihe Stacheldraht drumrum bauen. Minimum. Ich glaube, das, was ich habe, reicht aktuell noch gar nicht. Was ist das? Ah, das war Ölschiefer oder sowas. Okay, 21.37 Uhr. Kein Risiko, wir gehen zurück. Ich habe zwar heute ein Eis gegessen, aber ich habe total Lust auf was Süßes. Aber es ist nichts mehr da. Weil der beste Trick, um nichts Süßes zu essen, ist, es nicht zu kaufen. Hat auch schon wieder jemand irgendwas kaputt gemacht.
Und da auch. Hier haben sie ein richtiges Loch reingerissen. Na, Tag 18, Tag 19 müssen wir auf jeden Fall erstmal alles aufbauen. Und dann können wir nochmal losziehen. Und ja, es kommen schon Vögel. Also es war gut, dass wir das alles schon ein bisschen überdacht haben. Kann ich mich nicht beschweren. So. Fleisch, Eier und... Haben wir Tierfett? 3. Ah, es lohnt nicht. Oh, hätte ich noch Bücher lernen können. Verdammt. Ah, komm, Speck mit Eiern. Bevor es schlecht wird in irgendeiner Weise. 5300... Dingsies haben wir. Ah, bessere... Oh, bessere Bekleidung könnten wir noch machen. Das wäre vielleicht gar nicht verkehrt. Oh, ich habe da unten ja noch so viel Zeug. Boots können da rein. Das kommt... Das ist Nahrung, Zeug. Das kann hier noch rein, aber den haben wir. Können wir zerlegen. Mods kommen in die andere Kiste. Songs. Und dann nochmal weg. Ach, ich habe Blaubeeren hier drin oder Heidelbeeren. Ah, das Zeug ist hier drin. Okay, haben wir denn mechanische Teile 11 immer noch? Ah, ohne Wrench bin ich da, glaube ich, in so einer kleinen Sackgasse jetzt drin. Knochen. Was soll ich mit Knochen? Das ist so das Einzige, wo ich, glaube ich, ein bisschen Bedenken habe. Okay, aber erstmal Stacheldraht. Stacheldraht, wie du duftest. Wo ist er denn? Da. Und dann können wir hier nochmal Pfeilspitzen vielleicht herstellen. Da muss noch mehr Eisen dann eingeschmolzen werden. Ja, so unendlich viel Eisen haben wir auch nicht. Das geht weg. Ach du Scheiße. Wo ist er? Siyuka ist noch im Anbau. Ich hab's doch gehört. Meistens sterben die hier unten. Ah, da ist auch rot. Ah, die ist da verreckt. Ich kriege immer nicht mit, dass die kommt. Aber dann passiert auch meistens nichts weiter. Hm. 7 Wasser. Was können wir denn mal kochen? Wir haben, glaube ich, Kaffee haben wir noch. Yucca konnten wir noch mal nicht. Wir hatten... Nee, wir hatten keine mehr. Die haben wir erst angebaut. Golden Rod könnten wir nochmal machen. Ja, und dann Kaffee vielleicht. Machen wir so 4, 3. Passt. ...58 haben wir erst davon. Ich heb so ein bisschen Eisen auf. Das heißt, vielleicht morgen ein bisschen mehr auf Autos gehen. Dann nochmal Holzstachelfallen. Die 300 Holzstachelfallen? Ach, Regen. Ich dachte, irgendwas wird zerdeppert. Sollte reichen. Und dann Pfeilspitzen. Geschmiedetes Eisen. Nee, Eisen... 100. Alles gut. Hab da schon wieder was gehört. Ein Hund oder so. Ich meine, die Seite ist ganz gut verteidigt noch, nicht? Da brauche ich gar nicht so viel hin machen. Weil hier ist wenig.
Hier ist gar nichts mehr. Das muss auf jeden Fall bedacht werden. Also die Seite ist auf jeden Fall die angreifbare. Und der Turm halt. Steht da jemand? Das ist ein kleiner Baum, nicht? Ich hasse diese kleinen Bäume, deswegen haue ich die auch immer weg. Um wie viel Uhr kommt der Blutmond? Tag 20 kommt der. Uhrzeit immer zur Nacht. Das heißt, wir haben noch ein bisschen Zeit zum Vorbereiten. Aber wir müssen morgen schon mal das Gröbste gebaut haben dann. Das machen wir so bis 10 und dann gehen wir nochmal in die Stadt Eisen sammeln. Weil das ist das Einzige, was uns fehlt. Wir können auch nochmal Lehm einschmelzen. Ich glaube, in der hier. Generell kann die auch nochmal arbeiten für 10 Minuten oder so. Hat auf jeden Fall schon gut was drin. Dann kommt noch Lehm dazu. Dann fehlt der nur noch Eisen. Und der fehlt dann Sand. Okay. Haben wir beides in beiden drin. Die hatten wie viele? 237 Pfeile. Das ist gut. Dann fehlt uns wieder nur Holz. Also eigentlich kommt der Blutmond alle 7 Tage. Aber wir haben ja 10 Days to Die. Deswegen kommt er bei uns alle 10 Tage. Jetzt, wenn man alleine spielt, einfach viel, viel besser. Nee, die Zeit steht oben drüber. Ein Tag ist bei mir eingestellt eine Stunde. Könnt ihr euch aber selber einstellen. Ihr könnt den Tag auch nur 20 Minuten lang machen. Dann ist auch die Nacht kürzer, aber ihr habt auch weniger Zeit. Was man machen kann, ist natürlich den Blutmond auf Tag 30 setzen und dafür die Tage auf 15 Minuten. Wäre eine Option. Wenn man zum Beispiel lieber kürzere, knackigere Tage hat. Aber macht es umso schwieriger zu erkunden. Man kann die Tage natürlich aber auch auf 3 Stunden setzen. Man kann die Tage auch auf 24 Stunden setzen. Dann hat man den Blutmond in 7 Tagen. Kann man natürlich wesentlich mehr sammeln. Geht natürlich auch. Aber ich finde, die Nacht gehört schon dazu, weil sie so ein bisschen, man muss zurück und kann sich vorbereiten. Wenn der Tag zu lang ist, dann verdudelt man ihn, glaube ich, auch, ohne mitzubekommen, was man so ja, macht. Die Nacht ist so schön kompakt, nicht? Man packt hier ein paar Sachen rein, macht da ein paar Sachen rein. Und dann passt das auch schon wieder. So. Ja, uns geht's wirklich so gut in dem Spiel. Kannst das hier nochmal einschmelzen. Könnten auch schon Metallzäune herstellen. Wäre vielleicht auch eine Überlegung, ob man die baut. Dass die sich daran aufhalten oder sowas. Aber am besten wäre eigentlich richtiger Stacheldraht. Aber ich glaube, den kann ich noch nicht. Ich kann halt den hier, Stacheldraht, Mod, Bauplan. Okay, den brauche ich noch. Und Eisenstachelfalle, geschmiedetes Eisen, ja. Da müssen wir auf jeden Fall hier nach, glaube ich, eher in den Boden mal gehen. Und ein bisschen die Voxel springen lassen. Medizin und so sieht auch gut aus. Wir haben sogar noch einmal Antibiotika, wenn was ist. Meinst du etwa nicht den guten Blutmond? Doch, genau der. Der wird kommen. Über uns alle wachen. Und hoffentlich gnädig sein. Ja, wir haben recht viel Hunger. Dann würde ich am nächsten Tag einen Eintopf essen. Achso, ich stelle die noch her. Ich habe mich gewundert, hä? Das geht so langsam. 300 Dinger, das ist gut.
In echt oder im Spiel? Natürlich im Spiel. Ich hoffe nicht, dass es in echten Blutmond gibt, wo Zombies kommen, weil da wäre ich hier raus. Wenn das der Fall wäre, Helena, dann wären wir, glaube ich, alle ein bisschen verloren. Wobei Corona war schon dicht dran. Corona war schon nicht schlecht. Wir könnten 100 Zement machen. Was kann ich denn aus Zement machen überhaupt? Zement. Und dann Betonmischung. Ah, da brauchen wir einen Zementmischer. Und für den Zementmischer brauchen wir Arbeitsstation auf 30. Ah, gut. Das ist alles Zukunftsmusik. Jetzt heißt es wieder warten, warten, warten. Ich würde sagen, wir machen kurz die Aufnahmepause. Wir haben auch kein Level, was wir vergeben können. Oh doch, 3 verfügbare Punkte. Kommen die denn her? Okay, die vergeben wir gleich, bevor der Tag losgeht.